Ich habe sie in meinem Büro erwischt. Ist nicht mal weggelaufen. Ist gut. Das war reine Zeitverschwendung. Sie haben sie also gefunden. Ich hätte einfach hier bleiben sollen. In Schwierigkeiten, Mann am Empfang. Der hat eine Macke. Okay. Es ist spät. Wir sind nervig. Er will nur seine Ruhe. Der hat eine Macke. Wer sind Sie? Sergeant Blake. Ich leite die Untersuchung. Dr. Ballard erwartet mich. Besser, Sie fragen mal diese junge Dame, was sie in meinem Büro wollte. Bin sicher, sie hat nur nach Ihnen gesucht. Ich bitte um Verzeihung. Wir haben viel zu tun. Sergeant Blake, Rosa Ballard. Den Chief Inspector kennen Sie bereits. Sir, das ist Erica Mason. Tut mir leid, dass wir uns unter solchen Umständen kennenlernen. Können wir irgendwas tun, damit du dich hier wohler fühlst? Gleichfalls danke. Ist schon okay. Ich weiß es zu schätzen. Na komm, ich zeig dir den Weg. Ich werde nicht sagen, aber die Kleine, die wäre eigentlich auch cool für The Last of Us gewesen, so als Dingsbums. Für die Serie oder so. Würde die du auch gut passen. Du erinnerst dich nicht an mich. Ich habe mit deinem Vater gearbeitet. Ich habe auf dich aufgepasst, als du klein warst. Du hast oft im Keller nach Geistern gesucht. Sie kannten meine Eltern? Ja. Dein Vater hat mir viel beigebracht. Und deine Mutter war unglaublich. Brillante Schwester. So klug und witzig. Naja, wir sind da. Erkennst du es wieder? Ich glaube auch, dass die Frau nicht ganz koscher ist. Mr. Steinbeck, der Nachtwächter, ist die Treppe runter, falls du irgendetwas brauchen solltest. Okay. So. Ach, hier wieder Rückblick. Mach das mal auf. Da könnte Loot drin sein. Okay, jetzt guckt sie die Schallplatten durch. Was meinst du für ein Rascheln? Was ist dieses Rascheln, fragt Steffi. Lied vom Anfang mit ihrem Vater. Only you. Erika.
Sieh mal unter das Bett. Onkel Lucien hat was für dich. Sie wird dich beschützen. Hat er gerade gesagt, Onkel Lucien? Ist das nur ihr Onkel gewesen, nicht ihr Vater? Oder, hä? Oder ist das einfach das Geschenk vom Onkel? Sieht aus wie so ein Gefängnis. Annabelle, die Psychopuppe. Schau auf den Arm. Ah, die hat dasselbe wie er, wie sie. Sie ist genau wie du. Ich werde nicht sagen, aber das ist richtig gut gemacht, meiner Meinung nach. Was sagt ihr im Chat? Ich würde sagen Spiegel. So hätte der Chat sicher auch entschieden. Aber hallo Nieschen, Grüße. Voll das Sixpack, die Alte. Wow. Nein, 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 nein. Ich hab den Teppich. Es ist sauber. Schrei mich doch nicht so an, ey. Was mich da erinnert. Kirsty. Schuhe aus, gerade frisch gebunden. Aber nur, wenn ich dabei bin. Jemand muss auf dich aufpassen. Kein Putzen ohne Aufsichtsperson. Alter, die hat mich voll genutzt. Habt ihr das gemerkt? Die hat mich richtig verarscht. Das merke ich mir, Moppelchen, ey. Konfrontieren, zurückziehen. Kannst du die bitte ausmachen? Du magst das nicht? Wenn die mir jetzt ins Gesicht pustet, gleich zuhauen. Willst du mit mir vielleicht darüber reden? Ja. Hör auf, Toby. Ich versuche zu spielen. Lass sie in Ruhe. Wie du meinst. Hey, Todeswunsch. Komm her, ignoriere sie einfach. Todeswunsch. Okay, der war gut. Die ist sympathisch. Sie hat emotionale Probleme. Ich hoffe, du verreckst, Hannah. Ich bemühe mich. Oh, ich konnte nicht mehr. Ah! Was spielst du da? Das? Arie für Delphi von, einem Typ, weiß auch nicht. Wahrscheinlich ist er tot. Gute Beschreibung. Hier, setz dich. Oh, ich will nein. dir was zeigen. Leute, ich muss bestimmt jetzt spielen, das geht nicht gut. Siehst du den Teil? Ist leicht. 4 Noten. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Ganz einfach. Thank you.
Sache. Sie macht gar nicht. Alter, Zombies. Scheiße. Was ist hier los? Und der Rotz geht los. Nein, nein, nein. Kein Putzen. Kein Putzen ohne Aufsichtsperson. Rusty. Das hat nichts mit dir zu tun. Verpiss dich. Kirsty. Schon gut. Sie hat recht. Sei so lieb und hol jemanden. Die hat auch so eine Störung, wa? Kein Putzen ohne Aufsicht. Das war neu. Sie sagt, das war neu. Kirsty muss im Mittelpunkt stehen. Sie ist die Unschuld vom Lande, bis irgendwas geschieht, das ihr nicht passt. Und dann... Sofort aufhören. Erika? Sergeant Blake ist hier. Er erwartet dich im Büro. Nein. Mein Gott. Erika Mason. Du siehst aus wie deine Mutter. Letztes Mal konntest du kaum über den Schreibtisch sehen. Ich bin Lucien Flowers. Ich habe die Klinik mit deinem Vater gegründet. Boah, keine Ahnung, Alter. Puppe aus der Kindheit nehmen wir mal. Sie schenkten mir eine Puppe, als ich klein war. Ich hoffe, es war auch die richtige. Hast du gut geschlafen? Ist manchmal etwas unheimlich hier. Ich, schlafe nicht besonders viel. Hab Albträume. Tut mir leid, das zu hören. Dr. Ballard führt unsere Ornithologie-Abteilung. Sie kann dir vielleicht helfen. Ich hoffe, es stört dich nicht. Aber ich habe was für dich. Der wirkt irgendwie mega nett. Dem vertraue ich sofort. Ich weiß auch nicht, warum. Es gehörte deinem Vater. Er schenkte es deiner Mutter zu ihrer Hochzeit. Auf. Ich habe es aufbewahrt. Hey. Tut mir leid. Ich habe gerade mit der Forensik gesprochen. Erika, es ist wahrscheinlich, dass der Mörder deines Vaters auch Mr. Johar getötet hat. Es gibt vielleicht andere Opfer, von denen wir nichts wissen. Anzweifeln. Wir könnten durchaus wieder töten. Helfen und sorgen. Kann ich irgendwas machen? Uns fehlen die Anhaltspunkte. Aber Mr. Flowers hat etwas vorgeschlagen, wodurch du dich an das Gesicht des Mörders erinnern könntest. Hoffnungslos, hilfreich, unsicher. Unsicher. Was meinen Sie? Es ist wie eine Therapie. Dein Vater hat sie entwickelt. Möglicherweise hilft sie mit deinen Albträumen. Es ist gänzlich schmerzfrei. Absolut sicher. Okay. Okay, von mir aus. Ich zeig dir ein paar Bilder, die dich entspannen und deinen Verstand öffnen sollen. Dein Vater entwarf die Regressionstherapie, um unseren Traumapatienten zu helfen. Jetzt geht's los. Das erste Bild ist ein Test. Sag mir einfach das erste, was dir einfällt. Blau, Ruhe, Himmel. Leute, das bestimme ich jetzt mal.
Das erste, was mir einfällt, Himmel. Himmel. Gut, sehr gut. Wenn dir etwas Wichtiges einfällt, dann schreib es bitte auf. Ich weiß, es ist schwer, ein Trauma erneut zu durchleben, aber du bist hier sicher. Fangen wir an. Blumen. Wachstum, Parfüm, Schönheit, Natur. Nehmen wir Schönheit. Schönheit? Sekte, Ruhe, Schuld, Glaube. 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 Essen. Alter, Essen, Farm, Milch und Schlachtung. Essen, Farm, Milch, Schlachtung. Farm nämlich. Farm. Alter, du musst voll schnell dich entscheiden jetzt. Zorn, Vision, Moment, Gefahr. Hier, Gefahr. Gefahr. Gott, Gold, Gott. Gott. Alter, wie schnell soll ich mich denn jetzt entscheiden hier? Abstechen, töten. Ah. Freundlich. Freundlich. Ah. Tier. Tiere. Ah. Ich will das nicht. Entschuldigung. Du bist es, Erica. Du warst es immer. Wie jetzt? Ich war das? Das Licht am Ende des... Jetzt macht ihr den Brustkorb auf, Leute. Das kann ich nicht. Alle unter 18 bitte wegsehen. Bist du denn? Was? Warum machst du dein Essen fallen lassen? Schon vorbei. Schon vorbei. Alles okay. Hey, ganz ruhig. Was haben sie getan? Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Schon gut. Du hast gemalt. Du hast die ganze Zeit nur gemalt. Was haben wir denn gemalt? Ah, die Tussi, die es war. Hä, die Mutter? Sie sieht ein bisschen aus wie Loredana. Wer Loredana Warum kennt. Hast du sie gemalt, Erica? Warum deine Mutter? Ey, was? Die hat den umgebracht, Leute. Ich dachte, die wäre tot. Erstmal eine Kippe. Hä? Deine Mutter sagte mir, dieser Ort war ihr ganzes Leben. Sie arbeitete hier, verliebte sich hier, gebar dich hier und später starb sie auch. Dr. Ballard meint, ich soll dir das hier zeigen. So richtig gerafft habe ich das aber auch nicht. Das ist ein Haus und da sind halt voll viele Leute. Oder ist das eine Irrenanstalt oder was ist das? Die Prozedur durchzumachen war sehr mutig. Es ist kein Wunder, dass du deine Mutter sahst. Es ist ein komplexer Prozess. Es braucht Zeit. Gib nicht dir die Schuld. Verbittert. Das will ich nie wieder machen. Zickig. Ich weiß, es ist frustrierend. Möglicherweise änderst du deine Meinung nach einer Pause. Komm mit. Ich möchte dir etwas zeigen. Die brauchst du.
Okay. Bin mal gespannt, was das auch mit diesen Zeichen da auf sich hat. Bisschen putzen, Leute, ein bisschen putzen. Wie viel muss ich denn hier noch putzen? Verdammt. Ich lass mich aber jetzt richtig putzen hier. Reicht das nicht langsam? Man kann doch alles lesen. Dein Vater ließ den Oleander in Andenken an deine Mutter pflanzen. Ihre Lieblingsblume. Sie bringen uns Glück. Entschuldige. Manchmal haben die Frauen einen harten Tag. Einige wollen sich manchmal nur nicht offenbaren. Hannah, dass du schon wach bist? Das ist Erica Mason. Sie bleibt für eine Weile bei uns. Ich habe sie vor Toby gerettet, indem ich das Klavier vollgeblutet habe. Die bringe ich zu Doc Bellard. Wir machen Parfum. Machst du mit? Du kannst dich natürlich auch gern Toby anschließen. Eigentlich gibt es gleich Mittagessen. Die Auswahl ist groß. Warum schnappst du dir nicht einen Happen und triffst ein paar der anderen Frauen? Klar. Wer genießt nicht gern ein schlechtes Sandwich im Beisein von Fremden? Warum schnappst du dir nicht einen Happen und triffst... Möglicherweise sollte ich nach Toby sehen. Kein Problem. Dann sehen wir uns später. Ist sie jetzt enttäuscht? Es ist löblich, dass du Kontakte knüpfst. Aber einige Frauen hier können sehr manipulativ sein. Sei vorsichtig, das ist alles. Der ist so nett. So richtiger Papa Bär ist das. Ich mag ihn. Was soll das? Warum folgst du mir? Trotzen, entschärfen. Wir entschärfen. Ich wollte nur sehen, ob es dir gut geht. Sie hat nämlich nur eine raue Schale und weichen Kern, sage ich euch. Harte Schale, weicher Kern. Brauchst du eine Freundin? Rede! Hey, chill doch mal, Mäuschen. Essenszeit. Geh und ess Mittag mit den braven Mädchen. Konfrontieren, protestieren, ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Ich hab keinen Hunger. Du Touristin. Hier gibt es Geheimnisse. Du solltest gut aufpassen, sonst wirst du es bereuen. Okay, Fragen, Leute, jetzt will ich es aber wissen. Befragen. Hier gibt's Geheimnisse? Was meinst du damit? Verstehe. Suchst du ein Abenteuer? Ja? Na gut. Dann komm mit. Jetzt wird's endlich mal interessant, Leute. Ich muss das alleine spielen, nicht mit euch. Spaß. Aber er meinte ja gerade, der Papa Bär meinte ja gerade, gibt hier welche, die quasi Gerüchte streuen wollen und einen manipulieren wollen. Schwierig. Schwierig. Oh, habe ich da einen Oberschenkel gesehen? Das ist so ein Frauenhaus, oder? Hier. Das habe ich vorhin vorbereitet. Alkohol. Herausfordern, befragen. Ablehnen, Leute, wir sind anständig. Danke, ich brauche das nicht. Du brauchst das. Sonst wärst du nämlich draußen in der wahren Welt und würdest deinen Nachbarn nageln. Was? Oh Gott. Na Leute, wer nagelt alles seinen Nachbarn? Es gibt Haare auf der Brust. Eigentlich will ich ja schon einen Schluck nehmen. Komm, wir trinken eine Runde. Die muss ja mal entjungfert werden hier. Also alkoholtechnisch. Ist das wahr? Jemand hat dir eine Hand von dem Typen geschickt? Ablehnen. Ich will nicht darüber reden.
War dein Vater nicht so ein genialer Arzt? Hat er wirklich die Klinik mit Flowers aufgebaut? Ja. Was ist mit deiner Mutter? Hörte sie gegen hier drauf? Antworten konfrontieren gehen. Antworten? Ja, schätze schon. Oh, was ist das? Mach's auf. Oh oh. Holy shit, die haben wir gesehen vorhin im Gang. Die Karnevalstruppe. Beteiligten? Abweisen? Hier, beteiligen, Alter. Wo hast du den gesehen? Das ist nicht von mir. Eine schaurige Geschichte. Echt strange. Das Mädchen, das ihn gezeichnet hat, ist tot. Sie hatte komische Träume von pinken Blumen, die vom Himmel fallen. Sie hatte Nasenbluten. Und Anfälle. Und dann zeichnete sie das. Also ich will jetzt mit den Nasenbluten wissen. Nasenbluten? Das hatte die andere am Klavier nämlich auch. Ja, die Henna. Ich hörte ihr nicht zu. Jeder dachte, sie wäre durchgeknallt. Gleich noch ein Schluck, jawohl. Nach ihrem Tod. Fand ich das. Nur zu. Stellt euch mal vor, wir wären, wie ihr gewollt hättet, Parfüm herstellen gegangen. Ihr Loser. Erst verkackt ihr das Bild am Anfang. Jetzt hättet ihr das Parfüm gewählt. Ich weiß schon, warum ich mich umentschieden habe. Das Spiel heißt Erica für die PlayStation. Das Symbol ganz unten? Da ist ein Schmetterling. Das ist von einem alten Tempel in einem Ort namens Delphi. Sie holten sich Frauen und haben sie mit irgendwas vollgepumpt, damit sie ihnen die Zukunft vorhersagen. Die Frauen wurden krank. Sie hatten schwere Anfälle. Dann starben sie. Verschwörung. Denkst du, die machen hier auch sowas? Ich weiß, wie das klingt. Aber pass auf. Ey, die wird schon besoffen. Dahinter ist etwas. Ein Tunnel oder was weiß ich. Hey. Weißt du, wie Opa Flowers an seine Kohle kam? Er hat die Zukunft verkauft. Geil, voll besoffen. Boah, machen die jetzt rum? Ich bin müde. Bist du müde? Oh oh.